und ich rufe auf Top 11, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD, Gesetz über standortspezifische Beschulungsformen im Pandemiezustand, Drucksache 20-5394 zu Drucksache 20-5272 mit Top 102, dem dringlichen Antrag der Fraktion der AfD für freiwillige und gegen verpflichtende Corona-Schnelltests an den hessischen Schulen. Und für die Berichterstattung hat sich Herr Scholz hier schon ans Rednerpult begeben. Und ich nehme Sie dann auch als ersten Redner an. Zunächst die Berichterstattung. Und dann möge ihm bitte jemand die Berichterstattung reichen. Vielleicht der parlamentarische Geschäftsführer. Gucken Sie es gerade mal nach. Ja, wir haben eine hier vorne. Ja. Entschuldigung. Ja. Sie haben dann auch gleich das Wort. So, sehr geehrte Frau Präsidentin, Damen und Herren. Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt mit Ablehnung der CDU, Bündnis 90 der Grünen, SPD, Freie Demokraten, Die Linke gegen die AfD, den Antrag der des Berichtes, den Gesetzentwurf zur standortspezifischen Beschulungsform im Pandemiezustand abzulehnen. Mit unserem Bedauern. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, danke schön. Entgegen jeder Verhältnismäßigkeit werden seit gut einem Jahr die Grund- und Freiheitsrechte unserer Bürger missachtet und ausgehöhlt. Maskenpflicht, Ausgangssperren und die Eingrenzung des Bewegungsradius erfolgen weiterhin aufgrund willkürlicher Ermessensentscheidungen und nicht auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz. Unsere Kinder, deren Eltern und Lehrer werden seit über einem Jahr von einem unüberschaubaren, wirkungsarmen Maßnahmenbündel wie Maskenpflicht, Lüftungsregeln, Distanzunterricht, Zwangstestungen sowie Ad-hoc-Schulschließungen und Öffnungen an die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit geführt. Am härtesten trifft es die Kinder, die bereits seit Monaten von ihren Freunden, Schul- und Sportkameraden isoliert sind. Das sind vor allem die Schüler von der 7. bis zur 11. Klasse, welche seit Beginn der Weihnachtsferien in ihren Kinderzimmern faktisch eingesperrt sind. Verschwenden Sie eigentlich noch einen Gedanken an die Kinder, die nachgewiesenen Förderbedarf, welche Sie aus ideologischen und finanziellen Motiven heraus im Zuge eines regelrechten Inklusionswahnes in die Regelschulen transferiert haben? Über 20 Förderschulen sind von Ihnen seit dem Jahr 2013 geschlossen worden. Gerade Schüler mit Förderbedarf, Lernen und sozial-emotionaler Entwicklung erfahren seit einem Jahr so gut wie keine Beachtung mehr. Kinder aus Förderschulen geht es entschieden besser, weil diese von den Schulschließungen ausgenommen werden. Mit dem sogenannten vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ist das Maß des Erträglichen weit überschritten. Wir werten die Gesetzesnovellierung als einen gezielten Anschlag auf das Subsidiaritätsprinzip, den Föderalismus sowie die kommunale Selbstverwaltung. Und mit der Zustimmung zu diesem Gesetz und seinem Vollzug in Hessen, insbesondere hinsichtlich der bevorstehenden Schulschließungen ab einer Inzidenz von 165, hat unser Herr Ministerpräsident wiederholt Rückgratlosigkeit bewiesen. Ich hätte ihm gern etwas dazu noch einiges mehr zu sagen, aber er ist ja leider heute nicht anwesend. Ach, ist er da? Ja, das ist sehr schön. Ja. Ja. Aber ich verzichte darauf. Ich verzichte darauf. Statt sich Lösungsansätzen. Können wir das hier unterbinden? Also mit Verlaub, blöd gehört nicht zu den parlamentarischen Gepflogenheiten hier. Wir bezeichnen uns hier nicht als blöd. Ich sage das aber nur so jetzt. Und ich bitte Sie jetzt fortzufahren, Herr Scholz. Statt sich Lösungsansätzen hochrangiger und namhafter Epidemiologen zu bedienen, übernimmt unsere Landesregierung blind für eine so folgenschwere Entscheidung wie die Schließung unserer Schulen
eine am Merkelschen Roulette-Tisch generierte Inzidenz von 165. Eine rein willkürliche Kenngröße ohne wissenschaftliche oder empirische Evidenz. Die Bundesregierung begründet ihre Entscheidung damit, einen möglichst einfach nachvollziehbaren Wert heranziehen zu wollen, ein sozusagener Kompromiss. Einfach muss es also sein, gerade gut für das simple Volk, gerade ausreichend, um ihre Angst- und Machtkulisse zumindest bis zur Bundestagswahl aufrechtzuerhalten. Meine Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, dieses Spiel ist sehr einfach durchschaubar. Die AfD spielt hier ganz gewiss nicht mit, meine Damen und Herren. Die Frage ist doch nun, meine Damen und Herren, ist denn die Inzidenz als alleinige Kenngröße dafür geeignet, derart tiefgreifende Grundrechtseinschränkungen durchzusetzen? Professor Gerard Krause, Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, beschreibt die Inzidenz in einem Gutachten als, Zitat, keine konstante Messgrundlage, Zitat Ende, und hält diese für sich genommen für nicht aussagekräftig, weil ihre alleinige Verwendung zu einer Entkopplung von der tatsächlichen gesundheitlichen Lage führe. Denn je mehr man an den Schulen testet, umso höher sind einerseits die Inzidenzwerte, andererseits führen die meisten detektierten Infektionen zu keinen oder lediglich milden Krankheitsverläufen ihrer Träger. Daher sei es für die sachgerechte Bewertung der Fallzahlen zusätzlich erforderlich, einen Referenzwert zur Anzahl der durchgeführten Testungen zu erheben. Als alternative fundierte Kenngröße schlägt Professor Krause die Anzahl der intensivmedizinischen Neuaufnahmen binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner aus den Herkunftsorten der Patienten vor. In unserem Fall also der Einzugsbereiche der getesteten Schulen. Diese Wahl kommt unseren diesbezüglichen Überlegungen sehr entgegen. Der heute in zweiter Lesung behandelte Gesetzentwurf schafft den Rahmen dafür, dass jede hessische Schule ihre individuelle Beschulungsform erhält und flexibel auf die Änderung der pandemischen Lage in ihrem Einzugsbereich reagieren kann. Anders formuliert, nicht die durchschnittlichen Inzidenzwerte für das Land Hessen eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt entscheiden primär darüber, ob Präsenz-, Wechsel- oder Distanzbeschulung stattfinden, sondern vielmehr der fundiert charakterisierte pandemische Zustand innerhalb des Einzugsbereiches der Schule. Denjenigen, meine Damen und Herren, die mit dem Verweis auf die Novellierung des Bundesinfektionsschutzgesetzes davon ausgehen, dass unser Gesetzentwurf hierdurch hinfällig geworden sei, gebe ich Folgendes zur Kenntnis. Erstens. Die technisch korrekte Erzeugung einer Rechtsnorm sagt rein gar nichts über die inhaltliche Angemessenheit aus. Zweitens. Bezüglich der wissenschaftlichen Fundierung der vorgenommenen Novellierung bestehen in Fachkreisen erhebliche Zweifel. Diese führte ich bereits aus. Drittens wird abzuwarten sein, inwiefern die Novellierung der verfassungsrechtlichen Überprüfung durch die Gerichte standhält. Viertens gelten die Vorschriften des neu gefassten § 28b nur für die Dauer einer epidemischen Lage, längstens jedoch bis zum Ablauf des 30. Juni 2021. Unser Gesetzentwurf gilt über die Dauer der derzeitigen pandemischen Lage hinaus. Darum halten wir an unserem Gesetzentwurf weiterhin fest und beantragen hiermit auch gleich dessen dritte Lesung. Weitere die individuelle Beschulungsform bestimmende Faktoren sind die Hygienestandards der Schule, ihre Testungskapazität, Räumlichkeitsstruktur, der Ausbaugrad ihrer digitalen Infrastruktur, der sozioökonomische Status der Schülerschaft, ihre Ausstattung mit Lehrpersonal sowie der Ausprägungsgrad des öffentlichen Nahverkehrs in ihrem Einzugsgebiet. Ich finde das sehr, sehr unangemessen. Fahren Sie bitte fort, Herr Scholz. Also, wissen Sie was? Wenn wir hier. Ich bitte. Nein, aber. Ich bitte um etwas mehr Aufmerksamkeit. Wir haben drei lange Tage hinter uns, aber bitte schenken Sie dem Redner noch etwas Aufmerksamkeit. Das.
So. Ach, das glaube ich kaum. Die Bestimmung der Beschulungsform ist das Ergebnis eines normierten Verfahrens, in welches die Kooperation der Schulleitung der jeweiligen Schule mit dem zuständigen Schul- und Gesundheitsamt wesentliche Berücksichtigung finden. Der Präsenzunterricht ist unter allen Umständen zu präferieren. Aufgrund der Besonderheiten des schulischen Bereiches ist stets eine Güterabwägung zwischen pädagogischen Erfordernissen einerseits und denjenigen des Infektionsschutzes andererseits vorzunehmen. Innerhalb des aufgezeigten Rahmens können ergänzend bei allen schulischen Akteuren auf freiwilliger Basis Corona-Tests als Beitrag zur Abrundung der pandemischen Lageeinschätzung für die Schulen angeboten werden. Verpflichtende Tests als notwendige Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht, wie sie die Landesregierung gemäß Drucksache 20/5481 angeordnet hat, werden dagegen von uns strikt abgelehnt. Die AfD setzt auch hier, wie bereits bei der Frage des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung während des Unterrichts, auf das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. Die derzeitige Praxis stellt unseres Erachtens bei Berücksichtigung der Schulpräsenzpflicht sowie des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrages eine Verletzung des im Grundgesetz normierten Gleichbehandlungsgrundsatzes dar, da gegenwärtig und wohl auch in naher Zukunft nicht von der Gleichwertigkeit von Präsenz- und Distanzunterricht aufgrund der technischen sowie pädagogischen Defizite des Fernunterrichts ausgegangen werden kann. Hierzu liegt Ihnen unser dringlicher Antrag mit dem Titel für freiwillige und gegen verpflichtende Corona-Schnelltests an den hessischen Schulen vor. Wir beantragen für diesen vorsorglich die Überweisung in den KPA. Des Weiteren geben wir Ihnen hiermit zur Kenntnis, dass aus den dargelegten Gründen eine Normenkontrollklage gegen die genannte Verordnung vor dem Hessischen Staatsgerichtshof in Vorbereitung ist. Im Rahmen des vor den Osterferien durchgeführten 21 hessischen Schulen umfassenden Schnelltest-Pilotmodells konnten keine erhöhte Infektionsgefahr an Schulen festgestellt werden. Professor Lorz, kommen Sie bitte, Herr Scholz, kommen Sie bitte zum Schluss. Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ungeheuerlich, ungeheuerlich. Professor Lorz führte in der Sondersitzung des KPA vom 21.04.2021 diesbezüglich aus, dass bei genau 11 Schülern sowie 10 Angestellten bei einer Gesamtzahl von ca. 17.000 Testungen ein positives Ergebnis festgestellt worden sei. Sich anschließende PCR-Testungen dieser Personen bestätigten insgesamt 8 Fälle. Zudem lehnten ca. 30% der Eltern die Testung ihrer Kinder ab. Die vorliegenden Ergebnisse weisen die Testungen als unverhältnismäßig aus, und diese werden daher von uns als nicht zielführend abgelehnt. Die erneuten Schulschließungen ab dem 3. Mai 2021 sind gekoppelt an einen Schwellenwert für die inhaltlich untaugliche Inzidenzrate und sind aus den dargelegten Gründen ein Beispiel für den Vollzug einer Rechtsnorm mit gemeinschaftsschädlicher Wirkung. Herr Scholz, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Bitte kommen Sie zum Schluss. Werte Kollegen, Ihrer geschätzten Stellungnahme sehen wir nun mit großer Erwartung entgegen. Ich bedanke mich. Für die CDU-Fraktion hat sich nun Herr Schwarz zu Wort gemeldet. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zweiter Lesung beraten wir diesen Gesetzentwurf, und ich zitiere, Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis aus dem Protokoll der 33. Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses aus öffentlicher Sitzung. Das Gesetz hat das Potenzial dafür, ein einheitliches und strukturiertes Verfahren zu etablieren, welches zu jeder Zeit die optimale Beschulungsform an jeder einzelnen Schule gewährleistet, ohne den Gesundheitsaspekt zu
aus dem Auge zu verlieren. Aus diesem Grund werden wir unseren Gesetzentwurf unbeirrt bis zur dritten Lesung einbringen. Das ist die Aussage des Kollegen Scholz aus der Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses vom 24. März. Versprochen, gehalten. Jetzt machen wir einmal einen Faktencheck, Herr Kollege. Sie haben den Anspruch, optimale Beschulungsform an jeder Schule. Das ist jetzt einmal die verkürzte Fassung. Jetzt stelle ich einmal mehrere Dinge fest. In diesem Haus hat kein Kollege, auch nicht die Fachpolitiker, die Genialität Ihres Gesetzentwurfs erkannt. Das können wir, glaube ich, feststellen. Deswegen stellen sich ein paar Fragen. Wenn Sie diesen Gesetzentwurf für die Lösung aller Probleme halten, wenn Sie diesen Gesetzentwurf für so genial halten, warum haben Sie dann noch nicht einmal eine Anhörung beantragt? Warum haben Sie nicht einmal die Experten gefragt? Warum sind Sie nicht daran interessiert, was Schulpraktiker dazu sagen, was Lehrerverbände dazu sagen? Sie werden mir jetzt keine Antwort geben. Ich gebe Ihnen aber die Antwort, weil Sie wissen, dass keiner zu Ihrer Anhörung gekommen wäre, weil Sie wissen, dass dies hier nur für die Schaufenstersituation, für den Klamauk dient. Es gibt niemanden, der uns bekannt wäre, der an diesem Gesetz irgendetwas Sinnhaftes erkennen kann. Und im Übrigen, übliches Verfahren ist ja, wenn man noch einmal als Antragsteller ein Gesetz in zweite Lesung einbringt, möglicherweise auch sagen, da steuern wir nach. Nichts, aber auch gar nichts hat da bei Ihnen stattgefunden. Das ist die erste Bemerkung. Eine Bewertung dazu will ich abgeben. Ihr Gesetz ist schwer verständlich in den Formulierungen. Ich könnte jetzt einzelne Passagen zitieren. Das würde zweifelsohne zu Heiterkeit hier führen. Es ist wortreich, aber vollständig inhaltsleer. Und ich teile Ihre Einschätzung nicht. Sie sagten eben gerade, es wäre nicht obsolet, dadurch, dass wir eine Novelle des Bundesinfektionsschutzgesetzes haben seit der letzten Woche. Doch, es ist obsolet. Wir gehen nämlich davon aus, dass wir dieses Gesetz erstens sowieso nicht brauchen und zweitens, dass wir die Pandemie zum neuen Schuljahr so weit besiegt haben, dass wir dann auch keine pandemische Situation in diesem Land mehr haben. Sie haben es ja einzige, was Sie richtig gesagt haben, dass das Gesetz, das Bundesinfektionsschutzgesetz, bis zum 30.06. greift. Ihr Gesetz braucht es in jedem Fall nicht. Das ist der erste Teil, den ich hier feststellen möchte. Der zweite Teil, Sie haben einen Antrag ebenfalls gestellt, die Testpflicht aufzuheben. Ich sage es Ihnen in einem Satz. Mit der Freiwilligkeit besiegen wir die Pandemie nicht. Das Bundesinfektionsschutzgesetz gibt vor, zweimal in der Woche an Schulen Tests vorzunehmen. Das machen wir, das haben wir gut organisiert, das ist praktiziert und das funktioniert. Da sind wir allen Kolleginnen und Kollegen dankbar, die das mitverantworten, organisieren. Da sind wir den Eltern dankbar, die Überzeugungsarbeit bei ihren Kindern und ihren Jugendlichen leisten. Und deswegen ist das ein verantwortbarer und der richtige Weg. Und mit dem anderen, mit Verlaub, Herr Kollege, Unsinn möchte ich mich nicht weiter befassen. Darum mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend. Als nächstes bitte ich Herrn Promny von der FDP ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch wir Freien Demokraten legen den Gesetzentwurf ab, weil er wenig praktikabel und in weiten Teilen nicht nachvollziehbar ist. Und im Übrigen gebe ich meine Rede zu Protokoll. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter Christoph Degen von der SPD hat mich auch gebeten, seine Rede zu Protokoll zu nehmen und gleichermaßen
Gleichermaßen die Abgeordnete Kuller von den Linken hat darum gebeten, dass die Rede zu Protokoll genommen wird. So verfahren wir dann entsprechend auf den Wunsch. Es liegen mir damit keine weiteren Redebeiträge vor. Es ist beantragt worden, Top 11, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion der AfD, Top 102, zur weiteren Beratung in den KPA zu überweisen und auch dort die dritte Lesung dann vorzunehmen für den Gesetzentwurf. Dann verfahren wir so.